Jo, was geht? Ja, man sieht auch schon, worum es geht. Ja. Wir fangen jetzt das, bitte fragt mich nicht, das wievielte Let's Play an. Ich glaube, das ist das 7. Let's Play, glaube ich. Mittlerweile. Ja. Und da sieht man auch schon bekannte Charaktere. Ja, wir spielen Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards für die Wii. Und wer darf das natürlich mal spielen? Ja, Angelo. Ja, ja, genau. Mit dem Master Spyro. Mit dem Guide für 5D Mark. Genau. Oh Gott. Nicht der schon wieder. Hey. So, um den Level zu bestehen, musst du deinen Charakter zum Zielfeld bewegen. Genau, da fühle ich mich. Ja, das ist das da ganz recht, genau. Ich lasse das jetzt einfach erstmal hier. Genau, wir werden das dann selber alles erklären. Genau, weil das mir echt ein bisschen zu behindert. Viel Quatscherei ist. Ja. Jetzt wird er uns erstmal ein bisschen nerven. Ja, weil ich diese Karte einfach aktivieren kann, weil sie auf irgendeine Karte fällt. Ich kann sie aber auch so selber spielen. Genau. Ja. Du hattest ein Monsterball. Jetzt hast du es nicht mehr. Bis meine Spalt kommt. Okay. Oh Gott! Was für ein Monster ist das denn, Alter? Kann ich das als Monster noch zählen? Schildkrötenwaschbär. Ja. Monster. Was für ein Monster? Die Karte, 3 Sterne. Hey, hey! Und dazu noch ein, ich wollte sagen, dazu noch ein normales Monster. Magischer Hammer. Wie das davon abhängt. Haben im Stack von denen und viel? Zwei von drei? Genau, dann einfach 2x10. Das ist wie Nachladen, wo das so entscheiden kann, wenn wir und bei Nachladen werden alle reingelegt. Genau. Nee, ich dachte nur Monster. Du kannst nur Monster zerstören. Okay. Oh, mystischer Bock. Er opfert das Monster. Okay. Er nimmt die Verteidigungspunkte und kriegt. Wie viele? 1000. Okay, wenn das dich schützt, bitte sehr. Das ist mein Pistolen ausgeliefert. 2600. Jo. Das ist meine Frage der Zeit. Los. Arzträume. Und er hat genau die richtige Angriffs. Ah ja, oder wir machen es so. Hm. Ja. Ja. Tatsächlich ist nur eine Frage der Zeit. Ja. Ein paar kleine. Ich sag mal so, wenn Angelo ein Deck bauen darf, dann hat er die alle verloren. Man hat es auch in den Duellen gesehen, die ich von ihm schon hochgeladen habe. Ich habe so Just Fun Deck gebaut, das wusste ich. Ja, der hat Just Fun Deck gebaut und uns mal alle einfach mal so genutzt. Just Fun. Das ist für ihn, aber für uns ist es schon ein Turnierdeck. Für uns ist das schon Folter, gegen ihn zu spielen. Und irgendwie hast du heute Glück, ne? Oh, das war diese UFO-Schildkröte. Naja. Obwohl, ich hätte gerne den Kleinen in die reingerannt. Trotsch! Ich mag ihn aber auch nicht. Nein. Narbenbacke. Ich sag mal so, einige seiner Karten sind trotzdem nützlich. Ja, manche sind ganz gut, aber... Sag mal Eisenkettendrache. Nee, er spielt den gar nicht. Den Nein? Spielt ihn nach Fest, sagt er eigentlich. Ach ja, stimmt, richtig, ja. Stimmt, der hat diese stygische Unteroffiziere. Ja, stygische und so. Und stimmt. Und Montagedrache. Und Montagedrache. Was ist das denn für eine Hand? Passt doch. Ach, keine Sorge, Anjo schlägt auch darauf Kapital. Ja, nein, ich meine, es passt, wenn du so schon ziehst. Wenn ich nur im Gegner am Brustmahlzeit. Ich bin wieder da. Ich bin ja, dazu kommen solche Animationen. Wächter des Throns. Des Thronsaals, Entschuldigung. Kennst du schon die Schildkarte, die ich fallen so? Die wahrscheinlich später noch durch bodenlose Fallgruppe ersetzt wird. Wahrscheinlich. Weil die einfach viel besser ist. Ja, weil sie nicht mehr auf dem Raum, sondern auch auf Special bezogen sehen soll. Genau. Naja, mal sehen. Jetzt wird eine Karte zufällig gewählt und es ist eine Monsterkarte gewesen. Ja, für jeden Stern kriegt er 2. Nummer 100. Schon? Das war, oh Gott, ich glaube, das war diese Karte von Tristan. Ja, Cyber Commander. Für die Lappenkarte. Wie läuft bei dir? Ah. Guter Witz.
Einer reicht davon nicht, kriege ich zwei. Alles klar. Naja, sein muss natürlich trotzdem mit. Verstärkung. Oh, das mir jetzt wir neigen nicht. Manchmal so das, dazu, das so ein bisschen überzudramatisieren. Ja. Okay, Opfer. Okay. Und für was? Handschellendrache. Oh mein Gott. Mit gerade mal 1800 Angriffspunkten. Alles ja, klar. Ich kann das Monster das wirklich ja relativ, aber ich finde es lustig, dass ein Monster mehr drohen will. Ist ja echt ein süßer Versuch. Mhm. Oh. Ja. Ich kenne den Effekt. Okay. Das ist wunderlich, ich hab noch 25 mal rausgeholt. Also, ich krieg Kutsche mal. Ich will das aber, dass ich Scheiß erstmal rausholt. Autsch! Das tut weh. Viel ist nicht. Das ist nicht irgendwie. Okay! Das ist fies. Ja, ich weiß. Angelo? Naja, mal gucken, mal gucken. Ich sage nichts, bevor es nichts anderes. Ja. Da ist es zwei Runden hätte. Wenn ich noch ein Monster spiele, ich spiele ja nichts mehr. Vielleicht muss man das auch nicht ziehen. Ja! Das sind die Karten, die ich wirklich am Ende des Spiels. Ja, ich habe wahrscheinlich nicht besser. Ich hasse. Und er ruft noch ein Monster. Oh Gott, jetzt bist du auch noch von. Oh Gott. Wenn es jetzt kommt, so kommt, wie ich es denke. Ja. Jetzt wirst du auch noch von diesem Low-Mob-Ding geknechtet, ey. Ja, ich sterbe einfach, weil ich nicht ziehe. Weil ich nur Zauber und Fallen ziehe. Cool. Nein, nicht echt. Ja, und damit? Sieht das einfach Game Over im Spiel. Weil. Verloren. Weil das Deck mal nicht zu trollen. 70 Punkte, aber die ist trotzdem nicht verrückt. Spiel vorbei, ja. Naja, was? Was ist das für? Und wir haben nicht gespeichert. Achso, okay, gut. Okay, wir müssen nur das Duell neu machen. Ja. Ich dachte jetzt, wir müssten die komplette Story nochmal neu machen. Ich dachte mir jetzt. Nee. Okay. Aber es ist trotzdem. Achso, ich hab die zweite Runde diesmal. Ja, du hast die zweite Runde diesmal. Vielleicht hilft mir das. Wenn ich mal nicht so einen Dreck anziehe wie letztes Mal. Mal schauen, was haben wir denn da Schönes? Naja, eine bessere das ist so. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ich smash hier gerade die Taste hier durch. Für Aussage. Patrick, smash den Like-Button. Yay! Smash den Like-Button. Ist klar. Ne, ich meine nur so eine Sache. Die Menschen, die sich immer verteidigen. Oh ja. Oh, ist aber Albtraumkäfig, ey. Stahlkäfig ist halt so bla 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 bla. Ich weiß gar nicht, zwei nächste Jahre was mache ich. Ja, den sehe ich mal verletzt. Wenn er versucht, also keiner von uns darf angreifen, wenn er versucht, seit den anzugreifen, macht er sich einen ganz großen Fehler. Okay. Bin perfekt. Ich weiß. Angriff! Hau ihn mit der Axt nieder. Ah. Er hat wohl keine. Hat er hier auch einen Massagebahn? Nein. Nein. Da hat er noch nicht. Aha, jetzt sollte man mal vielleicht mal so wahrscheinlich anzugreifen, weil er so dumm ist. Ja, macht er auch. Ja. Überraschung! In your face. Friss!
Ich glaube, sie sind tot. Ja, genau. Es ist möglich. Du kannst verlieren. Oh Gott, jetzt kommt MC und sein Deck bezieht sich nur auf Glück. Und deswegen heißt sein Deck auch so. Glück. Ja, genau dieser Hurensohn. Gut, ich hatte hier mal was. Nein, ich will die perfekte Karte nicht aktivieren, du kleiner Hurensohn. Nein, ich möchte sie nicht aktivieren. Nein, ich möchte sie immer noch deaktivieren. Danke. Ich hätte mir schlimmer, als ich mir vorstellen kann. Ja, aber die verteidigen sich. Die und die sich immer schützen müssen. Das ist unmöglich. Ja, ja, ja. Oh. Triple. Ja. Deswegen mag ich dieses Ding gar nicht. Und will ihn so schnell wie möglich auslöschen. Das war fies. Nein, nicht fies. Das ist einfach Standard bei diesem Deck. Ja. Mal sehen, was sehe ich denn da? Schon recht scheiße wahrscheinlich wieder. Ja. Naja, shit, halt ist der Monster weg. Das überlebt mich. Obwohl, brauche ich ja nicht tun. Stimmt. Hä? Lass mich machen. Okay. Hä? Ah! Okay, das ist fies. Okay. Jetzt sind wir einfach so los. Oh, ouch. Das ist fies. Aber wenn diese Karten draufgehen, ist mir Rain, aber... Ich wollte nur diese Runde sein Monster attackieren, ne? Und damit würde ich mal sagen, dass du jetzt entschieden, ne? Ja. Ich glaube, ich habe ihn weitestgehend dominiert. Obwohl das auch... fucking shit da hatte von diesen Glückskarten, Alter, die mir immer auf den Sack gehen. Direkter Schaden, 1400, nee. Direkter Schaden, 1700. Oh, die ist tot. Jo, sieht ganz so aus. Rein zufällig. Und das dann... Na! Ja, ich lange gedauert. Das Duell kriegen wir in den Part noch rein. Ja, warte mal. Man sieht ja, wie seine Lebenspunkte purzeln. Ja. Ich verdoziere, was sie wie sein Leben. Oh, jetzt schaffen wir es nicht mehr in dem Part. Müssen wir gucken. 2-3 Minuten. Wir werden gucken. Er opfert. Respekt. Der opfert nur. Für Pendelmaschine. Ja, los, greif mein rechtes Mal. Greif es an, sofort so. Greif an. Yeah. Ist ja langweilig. Ist ja langweilig. Ja, diese Karte hätte ich ja auch. Vorher schon gebraucht, ne? Ein bisschen.